Die Börsen sind unter Druck. Viele Anleger haben mit ihren Aktien viel Geld verloren. Ist jetzt die Zeit, wo man sein Depot noch umschichten sollte? Und wenn ja, in was sollte man umschichten? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Zum Beispiel die Netflix-Aktie. Jahrelang ein Top-Performer, unkaputtbar. Alle Kritiker und alle Skeptiker sind da jahrelang Lügen gestraft worden. Aber jetzt plötzlich, die Abonnenten sind zurückgegangen, die Konkurrenz ist auch härter geworden. Aber auch das Marktsentiment vor allem für solche Aktien, das hat sich eben auch massiv verschlechtert. Also früher hat man solchen Aktien alles verziehen, heute verzeiht man ihnen gar nichts mehr. Und dadurch haben wir jetzt eben auch, wie man hier sieht, bei einem absoluten Blue Chip im Technologiesektor vom Hoch, das ungefähr im November war, innerhalb von wenigen Monaten einen Absturz um 75%. Totale Katastrophe. Es geht jetzt aber nicht um Netflix, es geht um die Börsen insgesamt, wo sich die Lage auch ja, dramatisch verschlechtert hat, kann man sagen. Und ich weiß nicht, ob Sie im Dezember hier meinen Ausblick gesehen haben auf das Jahr 2022. Die Kernaussage damals von mir war, es wird wahrscheinlich ungemütlich, das Allheilmittel billiges Geld an den Börsen, das wird erstmals nach 20 Jahren in Frage gestellt werden und wir werden einen Markt haben, wo Rücksetzer erstmal keine Kaufgelegenheiten mehr sind. Und ich habe empfohlen damals, man solle sein Depot doch umschichten, tendenziell raus aus Wachstumsaktien und tendenziell rein in Value-Aktien. Und im Nachhinein kann ich nur sagen, mein Gott, wie ich recht gehabt habe. Wieder mal. Nur aus den falschen Gründen oder zumindest zum Teil, weil zum Beispiel vom Ukraine-Krieg, da war eben nichts zu sehen in der Glaskugel, so wie eigentlich so gut wie gar nichts zu sehen war da, wenn man so drüber nachdenkt. Also ich glaube, das Ding kommt jetzt auch mal weg. Aber wie auch immer, also dadurch, dass sich eben durch den Krieg, vor allem bei der Inflation, die Lage ja nochmal verschärft hat, dadurch war mein Ausblick von damals eben, würde ich heute sagen, immer noch zu optimistisch. Und ich bin in meinen letzten beiden Videos ja auch schon darauf eingegangen, warum die Risiken jetzt meiner Meinung nach gestiegen sind. Und wir sehen ja auch, was gerade passiert. Also bei den großen Indizes geht es noch halbwegs natürlich, aber zum Beispiel die Technologieaktien eben an der Nasdaq. Fast die Hälfte von denen ist von ihrem Hoch jetzt schon um über 50% eingebrochen. Und viele reden da jetzt natürlich wieder von den großartigen Einstiegsmöglichkeiten. Aber wenn Wachstumswerte, so wie Netflix zum Beispiel, und damit ja ein Sektor, von dem die Anleger unglaublich begeistert waren die letzten Jahre, wenn der derart einbricht, dann ist es nie ein gutes Zeichen, auch nicht für den Gesamtmarkt. Aber was tun als Anleger jetzt? Das Erste, was man dazu sagen kann, das klingt vielleicht banal, aber es hängt schon mal viel davon ab, was für einen Zeithorizont Sie haben. Wenn Sie jetzt sagen, ich brauche das Geld in 40 Jahren, wenn ich in Rente gehe, dann ist der Handlungsdruck, den Sie haben, jetzt im Moment natürlich viel geringer, als wenn Sie zum Beispiel sagen, ich bin schon in Rente seit 40 Jahren und im Sommer habe ich eigentlich die große Karibik-Kreuzfahrt geplant. Dann müssen Sie schon eher was tun jetzt. Also sei es, dass Sie jetzt, spätestens jetzt Stoppkurse setzen und sagen bei Ihren Aktien bis hierher und nicht weiter, oder dass sie eben zum Teil auch Kasse machen, auch wenn es falsch sein könnte im Nachhinein. Aber der Aktienmarkt darf eben auch nicht ihr Leben beherrschen. Entscheidend ist, sie wollen diese Kreuzfahrt machen, also muss das Depot das dann eben auch hergeben und nicht nur einen Satz Steakmesser am Ende, wenn es dann dumm läuft. Gerade was jetzt Technologieaktien betrifft oder Wachstumsaktien oder andere Aktien, die stark volatil sind. Es kann immer sein, dass man verkauft und dann dreht der Markt wieder und dann sieht man ganz besonders dumm aus. Es gibt auch mit Sicherheit sehr gute Wachstumsaktien, wo man sagen könnte, die sind eigentlich im Moment schon zu billig.
Es gibt aber eben auch viele, 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 die nicht besonders gut sind und die der Markt jetzt eigentlich zu Recht auch abgestraft hat. Und wo man eben auch nicht grundsätzlich davon ausgehen kann, dass die sich jetzt wieder stark erholen demnächst. Und darum ist es immer noch, auch jetzt noch kein Fehler, wenn man solche Aktien, die da zweifelhaft sind, wenn man die wirklich mal auf den Prüfstand stellt jetzt und sich davon auch gegebenenfalls trennt, ganz oder teilweise. Auch wenn schwer ist, weil sie vielleicht schon stark im Minus sind. Das ist mit das Schwerste, das es gibt für Anleger, solche Aktien dann trotzdem zu verkaufen. Manchmal ist es aber einfach notwendig. Ich gehe davon aus, viele Privatanleger sind einfach noch hochgewichtet im Technologiesektor oder bei solchen Wachstumsaktien und müssten eigentlich umschichten. Nur in was? Und was auch hochpopulär ist im Moment, das ist der Rohstoffsektor. Dazu habe ich auch schon einige Videos gemacht hier. Und der ist letztes Jahr ja auch wunderbar gelaufen. Und der wird auch immer wieder empfohlen als optimaler Schutz vor der Inflation. Und hier haben wir zum Beispiel eine Grafik von Vontobel. Wie haben sich einzelne Sektoren entwickelt im Durchschnitt seit 1973? Und zwar in Zeiten von einer Inflation, die bereits hoch ist, bei über 6%. Und die weiter steigt. Das muss nicht heißen, dass es jedes Mal genau gleich läuft, aber ich würde schon sagen, das ist auch ungefähr das, was wir jetzt so im vierten Quartal und im ersten Quartal ja auch wieder gesehen haben. Das meiste hat sich lustlos entwickelt, also in Schwarz zum Beispiel Telekoms, Versorger, Immobilien, Pharma, da war kaum Bewegung. Aber in Rot starke Abschläge bei Technologie und bei Konsumaktien, und zwar sowohl Basiskonsum als auch zyklische Konsumaktien. Und im Gegenzug aber hellblau Energieaktien, und die waren ganz besonders stark, und auch die übrigen Rohstoffe überdurchschnittlich stark. Wir wissen jetzt natürlich aber auch alle, wir dürfen da nicht Henne und Ei verwechseln. Die Inflation kommt natürlich zu einem großen Teil durch die gestiegenen Rohstoffpreise. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht unbedingt, dass die Inflation die Rohstoffpreise weiter steigen lässt. Das sind oft ganz andere fundamentale Ursachen. Und es ist diesmal auch so, es kann sich auch wieder ändern. Und das Problem ist im Moment ja auch nicht nur die Inflation, sondern wir haben ja jetzt gleichzeitig auch Wachstumssorgen überall. Durch die Engpässe, durch die gestiegenen Preise, durch den Krieg, durch die Lockdowns in China und auch dadurch, dass Leitzinserhöhungen in den USA da auch das Wachstum wieder abwürgen könnten. Wir haben also zwei große Probleme jetzt, die sich aber auch gegenseitig beeinflussen eben. Und mir macht ein bisschen Sorgen, dass inzwischen auch viele Rohstoffaktien wieder gefallen sind und dass viele Anleger jetzt eben auch von einem starken globalen Wachstumsrückgang ausgehen. Und wenn man bedenkt, dass bei den vielen Industriemetallen zum Beispiel die Hälfte der Nachfrage ungefähr aus China kommt, wo wir jetzt die Lockdowns haben, und dass einige Analysten inzwischen auch glauben, dass das alles jetzt wirklich auch die Inflation einbremsen könnte. Hier die Inflationsprognosen der UBS zum Beispiel für die USA habe ich neulich schon mal gezeigt. Da wird ja wirklich davon ausgegangen, dass in der zweiten Jahreshälfte tatsächlich schon ein deutlicher Rückgang stattfinden wird bei den Inflationsraten. Und von März auf April ist sie auch bereits leicht zurückgegangen. Dann hätten wir aber plötzlich ein ganz anderes Szenario. Hier wieder die Sektoren von Vontobel seit 1973 und diesmal auch bei immer noch hoher, aber wieder fallender Inflation. Und da dreht sich das plötzlich eben um. Fast alles läuft wieder ganz gut, allen voran die Konsumwerte, nur Energie und Rohstoffe, die sind dann die klaren Underperformer. Und wenn die Inflation jetzt auch wirklich auf 3% sogar zurückgehen sollte, was natürlich im Moment hypothetisch ist, dann wären Rohstoffe wahrscheinlich auch wieder mit Abstand die schlechteste Anlageklasse. Zumindest in der Vergangenheit war es so. Man muss da also schon aufpassen. Market Timing ist immer wahnsinnig schwierig, ist völlig klar, aber wenn Sie es versuchen wollen dieses Jahr, dann ist mein heißer Tipp für Sie die US-Inflation. Wenn Sie die genau beobachten, dann erwischen Sie vielleicht auch den Wendepunkt bei Technologie, Wachstumsaktien und dem Aktienmarkt vielleicht auch an sich.
Aber auch bei den Rohstoffen ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Öl nehmen, das hat sich ja ziemlich gut gehalten und das natürlich auch nicht ohne Grund. Und auch Kupfer beispielsweise ist auch so ein Rohstoff, wo ja die letzten Jahre immer die Rede war von einer chronischen Knappheit. Und speziell zu diesen beiden Rohstoffen, da kriegen Sie morgen von uns einen Zukunftsmärkte-Report, wo wir beide Rohstoffe und das, was da passiert ist und was gerade passiert, uns nochmal genau anschauen. Und die Reports von uns, die sind gratis, immer. Dieser geht morgen raus und das Einzige, was Sie jetzt eben noch machen müssen, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, ist, Sie tragen sich dafür einmal ein auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. So, Technologieaktien und Rohstoffaktien, damit haben wir jetzt eigentlich alles abgehandelt, was für die meisten Anleger interessant ist. Der Rest ist ja furchtbar langweilig. Aber genau das sind die Aktien, für die ich jetzt mal plädieren will. Langweilige Aktien. Aktien, die nicht gehypt worden sind, Aktien, die nicht gestiegen sind wie blöd, die aber auch nicht komplett am Boden liegen im Moment, sondern solide, profitable Unternehmen, am besten eben noch halbwegs günstig und idealerweise natürlich auch breit verteilt über Länder und Sektoren. Ich sage nicht, man soll nur solche Aktien haben im Depot, aber ich würde schon sagen, ein solides Langfristdepot, das baut auf genau solchen Aktien auf. Auch solche Aktien schwanken selbstverständlich. Es gibt kein crash-sicheres Depot mit 100% Aktien. Ich kenne auch viele Leute, die schon lange in Aktien investieren, das auch erfolgreich, und die haben alle schon mal Geld verloren. Das passiert eben. Es passiert aber eben nicht in dem Ausmaß, wenn man eben auch Value hat im Depot. Man merkt das natürlich eher dann in Marktphasen wie jetzt. Wenn man es früher gemerkt hätte, das wäre schöner gewesen, ist ganz klar. Aber trotzdem, es ist noch nicht zu spät, sein Depot umzubauen. Und zwar nicht, damit man jetzt die nächsten 3 Monate outperformt, sondern damit man Stabilität und eine gewisse Verlässlichkeit hat für die nächsten 30 Jahre. Es reicht auch nicht mehr, heute zu sagen, wir haben Inflation. Naja, da muss man einfach Sachwerte kaufen, weil Sie sehen ja, was genau diese Inflation und die Inflationsdynamik und dadurch die Zinsdynamik, was die ja anrichtet im Moment bei den Sachwerten. Und man muss sich die Frage schon auch stellen. Also wenn ich plötzlich wieder 3% Zinsen kriege auf US-Staatsanleihen, welche Daseinsberechtigung hat dann noch eine Immobilie mit vielleicht 1-2% Nettorendite oder auch eine Aktie von einem Unternehmen, bei dem wir nicht wissen, ob es jemals Gewinne erzielt? Und natürlich kann man sagen, naja, die Realverzinsung von dieser US-Anleihe nach Inflation, die ist ja immer noch stark negativ. Das ist so. Aber wo sind wir denn bei der Realverzinsung von Aktien? Das ist die reale Gewinnrendite vom breiten amerikanischen S&P 500 Index, also nach Inflation, eine Grafik vom Wall Street Journal. Auch die liegt seit über einem Jahr im negativen Bereich und ist jetzt bei minus 4%. Soll heißen, auch der breite US-Aktienmarkt ist rechnerisch weit davon entfernt, dass ich damit mein Kapital erhalten kann in so Zeiten wie jetzt. Das Einzige, womit ich das wirklich noch kann, das sind die Aktien, wo ich einen sehr hohen Gegenwert bekomme, gerade zu einem guten Preis, und wo ich gleichzeitig davon ausgehen kann, dass das Unternehmen eben auch halbwegs verlässlich auch in Zukunft Werte schafft. Und die Aktien gibt's. Natürlich ist die Messlatte jetzt im Moment aber höher. Ein paar klassische defensive Sektoren, die habe ich ja schon genannt hier, also Pharma, Gesundheit, Versorger, Telekoms. Man muss da aber bei jeder Aktie im Einzelnen natürlich genau hinschauen, wie hoch sind da die Schulden auch, weil eine hohe Verschuldung, die kann dann schon ein Problem sein, wenn die Zinsen eben auch steigen. Dann Banken und Versicherer sind auch interessant, die sind grundsätzlich interessant, wenn die Zinsen steigen, hängen aber eben kurzfristig auch stark von der Aktienmarktentwicklung ab. Ist also eher was, das man jetzt vielleicht langsam mal einstreut oder so, sind aber in der Regel auch nicht teuer im Moment.
Und dann eben die Konsumwerte aus den genannten Gründen. Konsumwerte waren jetzt mustergültig starke Underperformer, sind ja auch von zwei Seiten gleich unter Druck gestanden. Also einerseits höhere Inputkosten durch die Inflation und gleichzeitig aber Sorgen wegen Konjunktur und Nachfrage. Aber viele von denen sind jetzt eben günstig bewertet und wir haben gesehen, wenn die Inflationssorgen etwas nachlassen, dann sind das plötzlich die großen Outperformer. Und außerdem viele von denen haben wahrscheinlich auch eine höhere Preissetzungsmacht, als man so glaubt und können steigende Preise dann auch vielleicht in vielen Fällen relativ gut weitergeben. Könnten sie es nicht, dann hätten wir ja auch gar nicht die Inflation, die wir gerade haben. Da würde ich also definitiv auch langsam Positionen aufbauen. Und ein weiterer Favorit von mir persönlich, das sind Autoaktien im Moment. Die sind auch weltweit günstig. Sie haben natürlich auch Probleme, also Halbleiterkrise, Lieferengpässe und so. Aber die Nachfrage ist da. Die hat sich sogar regelrecht aufgestaut, so die letzten ein, zwei Jahre. Und es sind natürlich zyklische Aktien, die gehen auch nicht nächste Woche jetzt schon durch die Decke. Ich glaube aber auch, Autoaktien gehören insgesamt zu den Aktien, die man im Moment unterschätzt. Ansonsten, was immer gut ist in schlechten Marktphasen, ist zum Beispiel der Dollar. Also da kann man Geld auch parken, wenn man glaubt, es geht an den Börsen jetzt weiter runter und damit gewinnt man auch meistens ein bisschen was. Und im Dollarraum sind einfach im Moment die Zinsen auch schon viel höher als im Euroraum, die Marktzinsen. Und was ich auch noch ganz interessant finde, wenn wir schon bei Währungen sind, das ist die tschechische Krone zum Euro. Der Leitzins in Tschechien, der liegt inzwischen wieder bei 5,75%, ist aber natürlich um einiges spekulativer als jetzt der Dollar. Und außerdem, elementar, ganz selbstverständlich auch Cash. Nicht, weil ich glaube, Bargeld ist ein gutes Wertaufbewahrungsmittel in unseren Zeiten, sondern wenn man Positionen verkauft in einer schwierigen Phase, dann nimmt man erstens Risiko raus, das ist schon mal klar. Man bleibt aber eben auch beweglich. Und das einzig Gute an einer schweren Korrektur, das ist ja, dass man danach günstiger einkaufen kann wieder. Es funktioniert aber nur, wenn man eben auch Geld in der Hinterhand hat und wenn man nicht voll investiert ist. Und man wird auch dann sehr wahrscheinlich nicht den optimalen Einstieg erwischen, weil sowas immer sehr schwer ist. Aber wenn Sie von der Aktie weiter überzeugt sind, dann ist es natürlich immer besser, Sie kaufen sie dann in der Korrektur oder nach der Korrektur, ganz einfach, weil sie dann natürlich viel billiger ist. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man als Anleger profitieren kann von einer Korrektur und wie daraus dann eben auch wirklich wieder eine Chance werden kann. Und wie geht's weiter mit Netflix? Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, ich bin jetzt auch Netflix-Kunde seit ein paar Monaten. Also ich weiß noch nicht, ob ich das auch bleiben werde. Aber sowas, das ist definitiv für Anleger ein Warnsignal. Also wenn irgendwas wirklich jeder schon hat und dann kommt sogar noch einer wie ich auf den Trichter, der da ja bei sowas immer Lichtjahre hinterherhängt und wird dann auch noch Netflix-Kunde, dann können Sie völlig sicher sein, die Story ist durch. Ich gebe Ihnen auch nächstes Mal Bescheid, wenn ich wieder sowas mache oder wieder mal es kaufe, dann können Sie den Anbieter dann vorher shorten. Man sieht, das funktioniert ganz hervorragend. Und nächste Woche hole ich mir dann im Übrigen mal auch dieses Internet. Aber abgesehen davon, mir geht es hier genauso wie Netflix natürlich. Auch ich brauche hier Abonnenten. Darum wie immer mein Aufruf an Sie, jeden Tag eine gute Tat. Abonnieren Sie meinen Kanal, dabei auch die Glocke drücken, dann sehen Sie auch gleich, wenn neue Videos von mir da sind. Und im Gegensatz zu Netflix nerve ich Sie hier auch nicht mit Meerjungfrauen oder irgendwelchen WGs von TikTok-Stars. Und denken Sie natürlich außerdem noch an unseren Gratis-Zukunftsmärkte-Report, der morgen rausgeht. Zur aktuellen fundamentalen Lage bei Öl und bei Kupfer auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.